Wenn er der Wagen kann, er passt ja immer dann noch in die Ecke rein. Ecke, ja klar. Wupp. Dann einmal ran da. Da. Runter da. Und dann gib ihm. War ganz schön knapp hier, du. Hätten diese ganzen scheiß Bäume hingestellt, ey. Ach, schlimm, sieht man ja gar nichts. Kurz dran. Lop. Weiß ich gar nicht, wo stellen wir mal am besten den Spieß hin. Ist hier oben noch Platz? Ja. Ja. Könnte man mal ausprobieren. Oh Gott. Passt der wie angegossen, ey. Dann können wir gleich rückwärts ans Mähwerk wieder ranfahren. Habe ich irgendwie so ein bisschen Gras in alle stehen? Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt wegzumähen? Oh, jetzt spackt wie dieses Kackmähwerk rum, wartet mal. So, jetzt einmal zuklappen. Einmal wieder aufklappen. So, jetzt geht's. Oh ja, weg zu mir geht's, okay. Alles klar. So. Mal der Frontlage richtig dicht machen. Und dann fahren wir hier mal vorsichtig raus. Suchen wir irgendeinen Eingang. Also. Wo könnte dieser Eingang sein? Ich zweifle da noch so ein bisschen dran. Hier stehen sie rechts. Tja. Ich würde mal sagen, gibt's keinen Eingang, ne? Scheiße gelaufen. Kacke. Welche Wiese mähen wir jetzt an denn aus? Hier vorne? Nimm mal die. Und dann gib mal ihm mal hier. Also noch ein kleines Waldstückchen. Können wir auch mal pachten. Aber noch ein bisschen Forst machen. Das wäre es ja auch noch. Geht die Pferdewiese auch noch lang? Nee, ne? In der Wiese? Nee. Dachte gerade schon. So, ohne Aufbereiter bestens für Heu geeignet. Das kann doch nur eine gute Ernte werden.
jetzt mal außen rum. Ja, ne. Machen wir. Das war nachher scheiße mit den Wänden wieder, weil alles in den Zaun reinfliegt, aber kackegal. Wir mähen vorsichtig nochmal außen rum. Nicht ganz so weit ran, aber so weit geht. Mähen wir sogar bis an den Waldrand ran. Besser kann man es doch gar nicht haben. Guckt euch das an. Perfekto. So. Ziehen wir weiter hier unsere Bahnen. Das geht eigentlich relativ gut. Ich glaube, das ist 2,80 Meter oder 2,10 Meter. Warte mal, wie viel Meter hat das immer, das Mähwerk? Hallo? Oder es liegt echt an dem Mähwerk, mal, die habe ich seit heute drin. Wartet mal. Nee. Das ist so ein Pack, das sind hier so Polmähwerke hier und Kuhn. 2,40 Meter. Okay. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Müsste man mal schauen. So. Ziehen wir ihn hier mal rum. Er schwatzt ja fast gar nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Kommen wir vor wie so ein Pferdebauer an der Ostsee, ey. Haben wir noch ihre kleinen 844, so ein 2 Meter W-Werk und dann nehmen sie auch ihr Pferde, oh, ey. Katastrophe. Was gut ist, ohne Aufbereiter kann man auch mal ein Stückchen rückwärts mähen. Bestens, mit Aufbereiter würde ich das nicht machen. Ich weiß nicht, wie lange das durchhält, du. Gut, okay, er spart einmal das Wenden, aber... Man hätte ja meistens die Zeit, ne? Musik fehlt uns noch, ne? Müssen wir vielleicht auch mal was machen. Wow, wie ich den Schrott hier gerade gemäht habe. Ach, perfekt, habt ihr das gesehen? Seht ihr das, du? Freunde, das kann auch nur so eine, ey. So gut abgeschätzt, dass es genau von der Breite her passt. So. Katastrophe. Da ist man auch von unten einfach an. Jetzt hab ich die Schnauze voll. So, passt das hier wieder. Einen nehmen wir auch geradeaus durch, wenn es genug ist, schicken wir zurück. Das ist auch wieder und dann können wir ja gerade spawnen und nicht ziehen. Ach, der hat auch sogar einfach mitgenommen. Ja, wie gesagt, das ist ein Polmähwerk, ne? Also da haben wir nicht so viel erwarten. Wir haben es ja nicht so mit Mod spawnen vernünftig. Wenn du diese Gammeluhr so schlepper anguckst, wie es beim Motorstone wo überall noch gibt.
Das heißt, das Kuhn-Mähwerk vom Kuhn-DLC ein Traum dagegen. Kann ich eigentlich auch nochmal zeigen. Können wir gleich nochmal machen. Das ist irgendwie klar, ja, und das ist ja nichts Besonderes, aber ansonsten. Der Weg klappt ja auch nach hinten, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt schon mal gesehen habt. Das ist richtig geil. Aber ist ein bisschen zu groß, also 4,20 Meter oder was das ist. Wie der BRT packt der zwar, aber sieht ein bisschen seltsam aus. Vor allem, wenn es ausgeklappt ist. Da denkt man sich Katastrophe. Kann kommen. Ich weiß gar nicht, ob er das mit Rundballen dann haben wollte oder so. Kann ich euch ja nicht sagen. Das ist ja blöd, dass mir auf die Kuhwiese nicht drauf kommt. Also in der nächsten Version, die ich umbaue, da muss ich das mal unbedingt in ein Tor einfügen. Weil das geht ja ein so auf Eier hier. Scheiße, hier. Diese Notdruckreiniger fehlt uns auch noch auf dem Hof. Wo ich hier gerade die Dreckskarren sehe. Also, so dreckig hier ist. Und das ist ja ein schöner Schlepper. So, ja, ne? Kommen wir, wenn dann noch ran? Jo. Das ist doch gut. Aber vorsichtig hier rum. Ich merke jetzt schon, wie ich hängen bleibe irgendwo. Gucken wir schon mal, wenn dahinter, ich wollte gerade die Glatte hangen. Dahinter. So. Gut. Oh Scheiße, wir müssen die Scheibe zu machen, ey. Kacke, geht ja durch hier. Machen wir oben auf. Oh, wir wollen noch ein gutes Bild machen, ne? Und einmal schieß. So. Ja, Ballen sieht auch schon mal gut aus. Achso, ich wollte gerade schon sagen, ey. Gut, dann kommt da das Heu rein. Der Wagen kommt dann noch davor oder so. Oder dahin. Müssen wir mal schauen. Gut, dann zeige ich euch doch nochmal das Mähwerk. Da ist es. Mieten wir es mal ganz kurz. 4,30 Meter. 80 PS braucht es auch nur. Aber ja, wie gesagt. Wir mieten den mal ganz kurz. Der ist ja fast so groß wie der IAC. Das ist dann schon irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Bisschen heftig. So sieht das ja noch einigermaßen gut aus, aber wenn das dann ausgeklappt ist, der Brocken. Ja, weiß ich nicht. Sieht das irgendwie nicht normal aus. Aber erinnern tut das sich wie so ein Klassdiskus. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Garage. Ah ne, Quatsch, zum Zurückgehen müssen wir es halt mal da hinten hinbringen, ne? Ist ja auch ein Rotz. Gehen wir mal hierher. Zurückgeben. Ja. Komm ich nochmal zurückgeben. Oh. Wer hat das denn? Kuckucksmilch. Auch bei deinen kleinen. Auch
bei dem kleinen, großen im Service, was? Bei war.